Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Fortnite Arena. Wir sind in Division 7 letztes Mal angekommen. Jetzt geht's natürlich weiter. Wir brauchen noch Punkte bis in die Champions Division. Und wir haben nur 5015. Ich habe gerade schon nachgeguckt. 50 Punkte sind der Busfahrerpreis. Das knallt rein. Das heißt, wir sind instant Division 6, wenn wir jetzt reingehen. Aber wir brauchen dann nur 35 Punkte, um wieder in Division 7 zu sein. Das schaffen wir auch hoffentlich. Let's go. Runde 1, wir gehen direkt raus. 4.960 Punkte nur. Hoffentlich kommt da keiner mit. Die Map muss erstmal laden, weil es die erste Runde ist. Sieht natürlich jetzt erstmal nicht so schön aus. Und es soll ja ein neues Ranked-System kommen. Ach du grüne Neune. Würde ich vielleicht dahin fliegen, zum Häuschen? Es laggt ein bisschen. Hoffentlich ist hier eine Waffe drin. Ach du grüne Neune. Oh oh. Nee, nee, nee. Bin am Arsch. Gute schnell. Hoffentlich kommt keiner. Ach du grüne Neune. Ich wurde aufgedeckt von irgendeiner Scheiße. Der wird mich hier so fertig machen. Wir haben ein richtiges Problem. Ich weiß nicht, ob er. Ist er immer noch hinterm Baum? Ne. Keine Metz mehr. Oh. Oh mein Gott, es laggt zu sehr. Nein, es laggt zu sehr. Ich kann es nicht fassen. Wir sind wieder Division 6. Es geht weiter. Jetzt haben wir natürlich nur einen 40er bezahlt für den Busfahrerpreis. Ist trotzdem nicht schön. Ja, unter 5000 zu haben. Aber seit wann ist dieses Teil wieder drin mit dem Aufdecken? Nervt ja total. Ganz schlimm. Und es kommt schon wieder einer mit, glaube ich. Wir gehen hier schön zu der Hütte. Wo fliegt er denn hin? Zum blauen Haus, ne? Das ist okay. Hoffentlich sehen wir den nicht wieder. Erstmal wird jetzt geludet. Oh, hier kommt ein Gegner an. Und der will auch fighten. Hey, Mann. Hey Mann, ey, wirklich. Ja, weil er wieder der Beste ist und mich one-pumpt. Und ich werde nur Elfter und bin immer noch unter den Punkten. Bisher komme ich noch nicht so richtig voran. Wir müssen weiterhin Punkte sammeln. Wir sind nicht mal Division 7, obwohl wir es eigentlich letztes Mal geschafft haben. Deswegen hatte ich eigentlich mal die Regel, dass man, selbst wenn man in der ersten Runde, also dass der Busfahrerpreis mit drin sein muss, aber. Es wurde einfach zu viel. Die Regel habe ich wieder abgeschafft. Und jetzt sieht es blöd aus. Und vor allem auch jetzt mit der Landeanflug ist schlecht von mir. Ist noch blöder. Das habe ich richtig schlecht gemacht. Ich könnte gut bei dem Haus landen, aber da will ich halt gar nicht landen. Ich kann hier landen erstmal. Im See. Habe ich aber schlechte Erfahrungen. War ich eben, wurde ohne Einser getötet. Aber egal, wir looten hier erstmal und fighten dann. Oh oh. Ich habe mich gerade gewundert, was da so leuchtet. Und dann war es einfach einer, der auf mich gezielt hat. Hä? Kann der mich da treffen? Das check ich schon wieder nicht. Wieso hat er sich geheilt vor allem? Gar keinen Damage gemacht.
Wo ist er? Oh mein Gott, er weiß, wo ich bin. Och man, es ist so nullspaßig. Eben haben wir es wenigstens auf die 5000 Punkte wieder drauf geschafft. Aber das bringt uns natürlich jetzt auch nichts, weil wir jetzt wieder 50 Punkte abgezogen gekriegt haben. Das ist natürlich nicht schön. Jetzt könnten, aber wenn wir jetzt nicht früh sterben, dann schaffen wir es wieder über 5000. Das wäre eigentlich wichtig. Aber damit müssen wir auch erstmal schaffen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele ich dann schaffen kann, wenn ich nochmal 10 mehr Abzug kriege. Keine Ahnung. Bisher habe ich ja noch gar nichts erreicht. Also, das ist ja ganz schwache Leistung. Hier bei dem Haus landet einer. Hier hoffentlich nicht. Können wir hier erstmal entspannt looten. Uns dann darum kümmern, so lange wie möglich zu überleben. Sind jetzt in der Top 4 und muss in die Zone ein Stück. Hier hinten wird noch geschossen. Das müsste uns eigentlich erstmal egal sein. Weil wir ja gar keine Probleme haben mehr. Wir entfalten die und sobald einer aufgeht, da haben wir nochmal mehr Punkte. Das wäre natürlich astrein. Müssen wir jetzt schon in die Zone. Das mache ich jetzt einfach auch. Ich schleiche mich einfach rüber. Einfach rüberlatschen. Ganz auffällig machen. Dann ist man nämlich unauffällig. Schon bin ich hier in der Zone, aber hier will ich gar nicht bleiben. Das ist voll die blöde Position. Oh oh. Ja gut, das war es vielleicht für mich gerade. Oh mein Gott. Ich habe so viel Damage gemacht. Aber schnell in Biggie rein. Oh mein Gott. Wie viel Damage habe ich ihm gemacht? Wir sehen. Match-Statistik. 120. Das erste Mal heute, dass wir nach dem Busfahrerpreis noch mehr als 5000 Punkte haben. Das ist ja schon mal schön jetzt. Ach, 50 Minuten Aufnahme. Ja, aber so ist es nun mal. 50 Busfahrerpreis knallt halt rein. Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Und wir werden die Punkte holen, sage ich. Ich weiß zwar noch nicht wie viele, aber wir werden sie holen. Wir müssen ganz schön weit weg. Der Bus hat sich mal entschieden, nicht zu starten oder zu enden an meinem Landespot, aber ist ja auch egal. So ist es die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass hier wer landet. Hinter mir ist einer, aber der landet hier schon. Ich habe ja noch einen kleinen Weg vor mir. Oh, hier landet mehrere. Aber das ist uns ja nicht zu interessieren. Wir landen weit genug weg von denen. Und hoffentlich in Sicherheit. Mal sehen, ob da schon mal eine Chest ist. Kann ihn noch nicht sehen, aber sieht, ne, ist keiner. Ja, sind wir gleich oben bei der Hütte. Und looten erstmal und hoffen natürlich auf gute Waffen. Ne. Oh mein Gott, ich geh in den Busch rein. Jetzt chillt einfach einer. Oh mein Gott, ich bin mich erschrocken. Hey, er ist wieder der Beste. Und weiter geht's hier. Wir haben. Wir sind dabei, gut Punkte zu sammeln, würde ich mal sagen. Also es fehlt. Wir haben zwar erst wenig Plus gemacht, aber diese 50 Busfahrpreis kommt man auch nicht wirklich voran. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen blöd. Sieht erstmal nicht so aus, würde hier noch wer mitkommen. Wir landen erstmal bei der Hütte hier. Dann können wir es so im Kreis looten und. Vielleicht ist ja die Zone dann auch hier irgendwo. Werden wir dann sehen. Ist hier eine Chest? Ne. Dann gehen wir gleich in die Hütte und looten erstmal. Top 4 und jetzt wird das Ganze ganz eng. Da vorne fighten welche und die Zone kommt zu mir. Das ist der Vorteil, aber ich glaube, da fighten nur zwei. Das heißt, irgendwo müsste sich noch der dritte verstecken. Und wenn ich jetzt auf die beiden schieße.
Okay, das ist auch gut, dass ich jetzt mal keinen einzigen Schuss getroffen habe. Da ist der zweite. Oh mein Gott. Jetzt bin ich nämlich in Sandwich. Genau davor, wo ich Angst hatte. Was? Wo kommt er denn her? Oh. Ja, ist wieder der Beste. Dritter wenigstens. Eben in der Runde sind wir gut vorangekommen. Und das wollen wir natürlich gleich wiederholen. Deswegen gehen wir wieder in unseren Mainlandespot. Und hoffen, dass wir wieder lange überleben können. Und wenn wir mal sehen, jetzt nach dem Busfahrerpreis haben wir nur 10 Punkte mehr als die Runde davor nach dem Busfahrerpreis. Na gut, das ist aber auch wieder eine komische Ansichtssache gewesen gerade. Ich komme ein bisschen tief, deswegen gehe ich. Habe ich Glück, dass hier eine Chest ist. Hoffentlich landet hier keiner und klaut mir die Sachen. Ne, haben wir. Und wir looten erstmal weiter. Jetzt sind wir in der Top 3. Gibt einen, der denkt hier, er wäre Rambo. Der ist oben auf so einem Turm drauf. Und schießt auf alles. Da oben ist er. Ah, jetzt hat er mich auch noch gesehen. Das ist natürlich besonders blöde. Okay. Bin ich am Arsch. Hey Junge, was er auch für Damage macht, ne? Ist auch wieder der Beste, den man sich als Gegner wünschen kann. Macht richtig Spaß. Wie? Top 2? 24 Fall Damage. Was ist das denn? Hier sind ja ganz unerahnte Möglichkeiten. Ja, ich hab gewonnen! GG, Alter. Das konnte ich mir gar nicht träumen lassen. Crazy. Wir gehen zurück zur Lobby. Das war ja Wahnsinn. Ich hatte mir so als Ziel eigentlich 200 Punkte oder so gesetzt, weil ich dachte, ich krieg's eh nicht hin. Vielleicht 250, wenn ich schaffe. Und jetzt haben wir einfach 290 geschafft. Dank einem Win, nur weil ich ihn eingebaut habe. So geil. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir noch nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.